Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde Deutschlandrente, Drucksache 19/6185. Danach werden wir den Entschließungsantrag mit Tagesordnungspunkt 15 der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Deutschlandrente 19/5168 abstimmen. Als Erstes hat das Wort Kollege Boddenberg für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Frage der Versorgungssicherheit im Alter ist sicherlich eine der wichtigsten politischen und gesellschaftspolitischen Themen, die wir diskutieren, seit Jahrzehnten diskutieren und auch aktuell diskutieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch der Hessische Landtag als ein Parlament, das, wie ich finde, sehr viel Kreativität entwickelt, wenn es auch um solche grundsätzlichen Fragen im Bund geht, sich mit dieser Frage befasst. Aktueller Anlass ist, dass im Bundesrat morgen die Hessische Landesregierung die Deutschlandrente zur Diskussion stellt, um damit einen weiteren wichtigen Anstoß zu geben, mit guten Ideen für Versorgungssicherheit im Alter in Zukunft zu sorgen. Wir haben erfreuliche Nachrichten in den letzten Tagen bekommen, was die Entwicklung der gesetzlichen Rente anbelangt. Steigerung der Renten in Ost wie West von über 3% in diesem Jahr, im letzten Jahr von 2% im Westen und weit über 3% im Osten, und 2016 eine Steigerung von über 4% in Westdeutschland und fast 6% in Ostdeutschland, sind ein Beleg dafür, dass die gesetzliche Rente nach wie vor die wichtigste stabile Säule ist. Wir freuen uns mit denjenigen, die diese Steigerungen davon profitieren in diesen Tagen. Das will ich auch sagen, weil ich glaube, es gehört zur Debatte dazu, mit welchem Optimismus schauen wir denn nach vorne. Ja, das Drei-Säulen-Modell ist allerdings an vielen Stellen sicherlich an vielen Stellen weiterzuentwickeln. Wir haben festzustellen, dass wir eine Beitragsstabilität haben. Das ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit. Und da von mancher Seite immer auf Österreich verwiesen wird, würde ich mit einem Nebensatz sagen, ja, die Rentenbezüge sind dort im Schnitt höher, aber die Beiträge in Österreich sind auch sehr viel höher, was zu erheblichen Problemen der Wettbewerbsfähigkeit führt. Wir haben einen staatlichen Zuschuss von über 90 Milliarden € aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rentenversicherung. Auch diese Zahl muss immer wieder bewusst gemacht werden. Das ist fast ein Drittel des Bundeshaushalts. Aber wir haben viele Instrumente in der betrieblichen Altersversorgung, die sehr unterschiedlich in Anspruch genommen werden, leider in kleinen Unternehmen in relativ geringem Umfang in Anspruch genommen werden, weshalb wir die betriebliche Altersversorgung als zweite Säule und die private Altersversorgung als dritte Säule deutlich stärken müssen. Das ist versucht worden mit Riester-Rente. Man kann sich allerdings anschauen, wohin das aktuell geht. Viele Menschen misstrauen den Produkten. Sie finden sie zu intransparent, zu teuer. Weshalb ich glaube, dass wir uns völlig neu aufstellen müssen, was die Versorgungssicherheit anbelangt, die wir durch den zweiten und den dritten Teil der Altersvorsorge, also durch betriebliche Maßnahmen wie auch private Vorsorge, treffen müssen. Heute ein Verhältnis von drei Werktätigen auf einen Rentner. Im Jahr 2030 ein Verhältnis von 2 Werktätigen auf einen Rentenbezieher und prognostiziert 2050/55 ein Verhältnis von 1:1 zeigen sehr deutlich, dass Handlungsbedarf besteht. Im Koalitionsvertrag des Bundes gibt es einige sehr klare Regelungen bis zum Jahr 2025. Ich halte das für notwendig, damit Menschen wissen, woran sie sind in den nächsten Jahren. Dort festzuschreiben, dass wir mindestens bei 48% der Rentenversorgung im Vergleich zu den Durchschnittslöhnen bleiben wollen, ist ein wichtiges Signal an diejenigen, die es betrifft, genauso wie es ein wichtiges Signal an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeberseite ist, dass wir eine Haltelinie von 20% bei den Beiträgen eingezogen haben. All das ist zunächst einmal mittelfristig notwendig gewesen, und wir unterstützen das ausdrücklich. Wir unterstützen auch, dass der Koalitionsvertrag eine Grundrente von 10% über der Grundsicherung vorsieht für diejenigen, die 35 Jahre und mehr werktätig waren. Und wir unterstützen auch, dass es eine Rentenkommission geben soll, die sich mit der Zeit nach 2025 beschäftigt. Das ist kein Verschieben auf die lange Bank, sondern es ist vernünftig und notwendig, dass alle Beteiligten, die politischen Parteien, die Landesregierung, die Bundesregierung, die Tarifpartner,
und alle, die mit der Frage zu tun haben, was passiert mit Menschen nach ihrer Berufstätigkeit, dass die alle an einen Tisch kommen und gemeinsam nach Lösungen suchen, die am Ende zwei oder drei Dinge gleichzeitig gewährleisten, nämlich Stabilität und Vertrauen in die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente einerseits, Stärkung weiterer Instrumente andererseits, zum Dritten aber, und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, auch die weiter bestehende Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitsplätzen in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sage ausdrücklich nicht nur für die Unternehmen, sondern für die Menschen, die dort arbeiten, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Antwort, die die Hessische Landesregierung hat in dem Zusammenhang mit der Deutschlandrente, ich gehe davon aus, dass der Finanzminister das nachher noch in einigen Details etwas präziser ausführen kann, besteht darin, dass wir einen Deutschlandfonds wollen, der, und das ist neu und das ist wichtig, zu einer Opt-out-Lösung gelangt von einer heute Opt-in-Lösung. Das heißt auf Deutsch übersetzt, zukünftig soll automatisch jeder Arbeitgeber für die Beschäftigten im Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz des Jahresgehaltes in Altersvorsorgeprodukte investieren können. Kollege Boddenberg, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Und dort einerseits in schon bestehende Produkte, andererseits aber auch in einen neu aufzulegenden Fonds, in dem gewährleistet wird, dass Stabilität auch für diesen Teil von privater und betrieblicher Altersvorsorge, was die Verlässlichkeit der Bezüge eines Tages anbelangt, gewährleistet ist. Ich halte das für einen wichtigen Schritt. Ich halte das, Frau Präsidentin, letzter Satz, auch für ein gutes Signal, was den Föderalismus anbelangt. Denn der Föderalismus bedeutet ja nicht nur Kompetenzhuberei, die manchmal kritisiert wird, sondern bedeutet, dass wir in 16 Landesparlamenten, in 16 Landesregierungen sehr viel Kreativität und kluge Ideen freisetzen. Es ist immer erstaunlich, wie lange Sätze sein können. Das ist ein Thomas Manscher Satz, Frau Präsidentin. Und ich bin dankbar, dass die Hessische Landesregierung an diesem Beispiel Deutschlandrente wieder einmal zeigt, wie handlungsfähig und wie kraftvoll die Länder auch auf Bundesebene mitwirken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Decker, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hole in der Tat die Zeit von Kollegen Boddenberg wieder rein. Die Deutschlandrente, das überzeugende Altersvorsorgemodell aus Hessen, so die Überschrift der Aktuellen Stunde. Aber irgendwie scheint das Modell in Deutschland keiner so richtig zu wollen. Zumindest ist da die Skepsis größer als die Überzeugung. Und schon im April, als unsere drei hessischen Minister auf die Public Relations Tour gegangen sind, um für dieses Modell zu werben, hieß es unter anderem in der Presse, ich darf das zitieren, Frau Präsidentin, die Grünen im Bundestag wendeten sich gegen den Vorstoß. Der Aktienmarkt ist keine Alternative zur Rentenversicherung, kritisierte Ihr Rentenexperte Markus Kort. Die Deutschlandrente hat daher keine Zukunft. Und weiter heißt es, alle Fraktionen des Bundestages seien sich im Grundsatz einig, dass das Niveau der gesetzlichen Rente nicht im freien Fall absinken dürfe. Dieser Konsens wird von den drei hessischen Ministern ganz offensichtlich nicht geteilt, so Markus Kort abschließend. Meine Damen und Herren, ich habe auch noch einmal in den Koalitionsvertrag reingeschaut. Ich habe ihn regelrecht durchforstet, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Aber ich habe da eine Menge Gutes drin gefunden. Es ist richtig, was Sie zitiert haben, Kollege Boddenberg. Ja, viel Gutes auch auf Druck der SPD reingekommen, nämlich den freien Fall des Rentenniveaus zu verhindern. Und es steht auch noch etwas drin, was das Drei-Säulen-Modell anbelangt. Eigentlich muss ich es nicht zitieren, Sie kennen es auswendig. Von der Deutschlandrente steht davon in jedem Fall 0,0 nichts drin, meine Damen und Herren. Und was wir aber gefunden haben, ist ein Presseartikel, der ist vom der FAZ vom 20. Januar. Und darin wird über die Rede von Finanzminister Dr. Schäfer beim Neujahrsempfang der Darmstädter CDU berichtet. Und darin steht, dass er unter anderem Folgendes gesagt habe. Die Vorstellung, dass man auch in Zukunft nur bis 63 oder 65 Jahre arbeiten müsse, sei sozialromantisch. Statistisch gesehen werde jedes zweite heute geborene Mädchen 100 Jahre alt. Selbstverständlich müsse diese Generation bis 70 arbeiten. Jetzt frage ich mich, ist das das Kleingedruckte in Ihrem Deutschlandrentenmodell? Was sagen Sie dazu? Also, ich habe hier nur festzustellen, dass heute Morgen irgendwie bei der CDU da nicht alles zusammenpasst oder wahrscheinlich in der Frage gar nichts zusammenpasst. Wir wissen nicht genau, wo Sie damit hinwollen. Es wird morgen im Bundesrat diskutiert. Wir schauen einmal, ist das Ganze schon jetzt ein Rohrkrepierer
oder ist es ein Ladenhüter? Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. In jedem Fall danke ich recht herzlich, dass ich dazu reden durfte heute Morgen. Und mehr gibt es an der Stelle auch aus unserer Sicht gar nicht zu sagen im Moment. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das Thema Deutschlandrente ist ja von den Freien Demokraten öffentlich schon öfter bearbeitet worden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier auch noch einmal etwas im Plenum direkt dazu zu sagen. Die Deutschlandrente, ich glaube, das Innovativste ist womöglich oder das, was es am attraktivsten macht, ist wahrscheinlich der Titel. Deutschland und Rente, das zusammengefügt, ist wahrscheinlich, war wahrscheinlich die Marketingabteilung, die ihr Geld verdient hat. Also, sobald man den Deckel aufmacht, kann man sich nur mit Grausen abwenden. Da kann man sich nur mit Grausen abwenden. Was ist das Problem? Das Problem ist, im Gegensatz zu anderen Ideen, die staatlich gefördert worden sind, gibt es keine Bestandsgarantie für die eingezahlten Summen. Es gibt keine Bestandsgarantie. Sie geben sich also voll dem Risiko hin. Das Zweite ist, wie kommen Sie eigentlich dazu, dass Sie mit einer Landesverwaltung oder einer Bundesverwaltung das irgendwie günstiger machen können als ein Privater? Wie kommen Sie eigentlich dazu? Wenn ich mich an alle Stiftungen, an Fonds, also wenn ich mich erinnere, wie die Landesverwaltung mit Vermögen umgeht, da wird ein teurer Berater eingekauft. Sie können das doch gar nicht. Sie können das doch gar nicht. Sie schützen ein Vertrauen vor, indem Sie sagen, es macht der Staat. Am Ende holen Sie jemanden von Goldman Sachs, der das dann für Sie anlegt. Das ist doch das Gleiche, nur teurer. Das ist das Gleiche, nur teurer. Oh, die SPD hat es gemerkt, den kleinen Hinweis. Aber ich kann ja da jetzt deutlich darauf hinweisen, wie das am Ende abgearbeitet wird. Es wird drüber geschrieben, der Staat macht es. Es wird etwas vorgegaukelt an Sicherheit, an Kosteneffizienz, dass es gar nicht geben kann, was schon sozusagen daran zu sehen ist, wie es angelegt worden ist. Das bedeutet, ja, was ist jetzt eigentlich das Innovative? Das Innovative ist oder das Besondere ist, dass es einen Zwangsbeitrag gibt. Es gibt einen Zwangsbeitrag, der abgeführt wird von den Unternehmen, was natürlich dann sich auf das Gehalt derjenigen, die den Zwangsbeitrag erbringen müssen, auswirken wird. Das fällt ja nicht vom Himmel, das Geld. Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern es wird in Form eines Zwangsbeitrages dann eingesammelt. Das ist ja alles typisch für das, was der Minister hier in der Regel vorlegt. Wir haben das bei den Kommunalen gesehen. Es wird etwas hofiert, am Ende bezahlt man es selbst. Es wird etwas ins Schaufenster gestellt, und am Ende merkt der Kunde, oh, ich habe es zweimal selbst bezahlt. Also, das ist ja klassisch für den Finanzminister des Landes Hessens. Die Produkte, die Sie in Ihrem Haus entwickeln, sind meist für die, die Sie genießen dürfen, mehr als doppeldeutig. Und die Frage, was man davon hat und wer nachher die Rechnung bezahlt, in der Regel nie das Land Hessen, sondern immer andere, das ist in Ihrem Konzept hier auch. Aber die Aktuelle Stunde. In der Aktuellen Stunde haben Sie bei dem Satz, den Sie hier eingebracht haben, die Deutschlandrente, das überzeugende Altersmodell aus Hessen, da haben Sie ja den zweiten Teil vergessen. Das ist tot. Ja, es ist tot. Wenn Sie in den Koalitionsvertrag gucken, der neuen Koalition, der GroKo in Berlin, das ist tot. Und es gibt auch überhaupt niemanden, der es wiederbeleben will. Es gibt niemanden. Und jetzt lassen Sie mich noch einmal mit dem SPD-Politiker enden meine Rede. Und das ist gut so. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie in anderen Bundesländern ist Altersarmut in Hessen ein immer deutlicher wahrnehmbares Problem. Wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden, kann daraus in naher Zukunft eine soziale Krise entstehen. So schreiben es die Verbände, Gewerkschaften und Kirchen im Landessozialbericht der Landesregierung. In Hessen leben derzeit mehr als 170.000 armutsgefährdete Rentnerinnen und Rentner. Diese Menschen haben nach einem langen Erwerbsleben
oft nicht genug für eine menschenwürdige Existenz. Immer mehr Menschen sammeln Flaschen, um die niedrige Rente aufzubessern. Und ich sage, das ist eine Schande in einem so reichen Land wie Deutschland, meine Damen und Herren. Diese Verhältnisse sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sie sind Folge von politischen Entscheidungen. Sie haben damit zu tun, dass die gesetzliche Rente in den letzten 15 bis 20 Jahren systematisch demontiert wurde. Die mehrmaligen Änderungen der Rentenformel bedeuteten die Schwächung der gesetzlichen Rente. Und eine weitere faktische Rentenkürzung war die Rente erst ab 67 bei gleichzeitiger Zwangsverrentung mit 63 unter hohen Abschlägen für die vielen ALG-II-Empfänger. Das sind die Ursachen für die wachsende Altersarmut in diesem Land, meine Damen und Herren. Und gerade letzte Woche ging durch die Medien, dass mittlerweile jeder fünfte Riester-Vertrag ruht, das heißt, nicht mehr eingezahlt wird. Es werden kaum noch neue Verträge mehr abgeschlossen, und die, die es gibt, werden kaum für die Altersvorsorge reichen. Und deshalb ist die Analyse von CDU und GRÜNEN richtig, dass die Riester-Rente gescheitert ist. Das haben wir Ihnen allerdings auch schon bei der Einführung vorhergesagt, meine Damen und Herren. Unsinn ist allerdings, dass die Riester-Rente jetzt durch ein anderes kapitalgedecktes Modell ersetzt werden soll. Und das ist doch genau der Konstruktionsfehler. Das Prinzip der Kapitaldeckung setzt auf Spekulation und auf Wachstumsgläubigkeit. Und am Ende, das zeigt doch die Riester-Rente, bleibt für die Sparer kaum was übrig. Es nutzt nur der Versicherungswirtschaft, die ihre Profite dadurch abschöpft. Sie suchen eine Symptomlinderung für das Grundproblem, die die Reformen der letzten Jahre doch überhaupt erst geschaffen hat, dass die gesetzliche Rente nicht mehr zum Leben reicht und dass die Menschen, die es am nötigsten haben, sich nicht zusätzlich versichern, weil sie es gar nicht können, weil ihnen das Geld fehlt, weil die alleinerziehende Verkäuferin ohnehin kaum über die Runden kommt. Die kann nicht privat vorsorgen. Und jetzt wollen Sie mit der Deutschlandrente, die drei Minister, zwei CDUler, ein Grüner, vorschlagen, mit diesem automatischen Opt-out-Modell dazu bringen, es doch zu tun. Sie hoffen, dass Menschen, die vorher keine private Altersvorsorge betrieben haben, jetzt quasi aus Trägheit drinbleiben. Aber glauben Sie denn ernsthaft, dass diese Menschen aus Leichtsinn nicht vorsorgen oder aus Faulheit einen Vertrag abzuschließen? Sie haben das Geld nicht. Das ist das Problem. Deswegen sind höhere Löhne nötig und eine armutsfeste gesetzliche Rente. Das Drei-Säulen-Modell funktioniert nicht. Die Riester-Rente ist tot, und die betriebliche Altersvorsorge ist gefangen in der Niedrigzinsfalle. Das Experiment Teilprivatisierung der Rente ist krachend gescheitert. Wir brauchen eine gesetzliche Rente, in die alle einbezahlen, meine Damen und Herren. Ja, auch wir Abgeordnete. Auch das ist überfällig. Und die Rente ab 67 muss zurückgenommen werden. Der Altenpfleger, die Krankenschwester, der Dachdecker, die Fliesenlegerin, alle diese Menschen, die können doch gar nicht bis 67 arbeiten. Die arbeiten nicht mal bis 63, weil sie es gesundheitlich nicht schaffen, bis ins hohe Alter im Nacht- und Schichtdienst zu arbeiten, schwere körperliche Arbeit zu leisten. Und für diese Menschen bedeutet die Rente ab 67 höhere Abschläge. Das heißt, es ist einfach nur eine Rentenkürzung, und die muss zurückgenommen werden, meine Damen und Herren. Die Deutschlandrente ist keine Lösung. Und das sehen ja auch die GRÜNEN im Bundestag so. Ihr rentenpolitischer Sprecher, es wurde gesagt, sagt, der Aktienmarkt ist keine Alternative zur Rentenversicherung, und die Deutschlandrente hätte keine Zukunft. Jetzt macht die CDU das Thema zur Aktuellen Stunde, obwohl sie gerade einen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, wo dort davon gar nichts drinsteht. Also, das wundert mich auch etwas. Und die Deutschlandrente, dass sie keine Lösung ist, können Sie auch im Sozialbericht der Landesregierung nachlesen. Die Sozialverbände schreiben im Sozialbericht zum Thema Deutschlandrente, ich darf Ihnen das zitieren, wenn auf Basis einer solchen Analyse aus Hessen der Vorschlag einer Deutschlandrente kommt, dann ist das eine falsche Schlussfolgerung. Denn dieses Alterssicherungsmodell hilft Arbeitnehmern mit Niedriglohnsektor, Hartz-IV-Empfängern und anderen Geringverdienern nicht. Denn für dieses kapitalgedeckte Rentenprodukt sollen in erster Linie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer allein zusätzliche Beiträge zahlen. Und dann ist es noch etwas ausgeführt. Ich kann das jetzt aus Zeit nicht mehr machen. Ich empfehle nur den Blick in den eigenen Landessozialbericht der Landesregierung. Da können Sie noch einmal Argumente nachlesen gegen die Deutschlandrente und auch Empfehlungen der Verbände, was sie stattdessen machen sollen, nämlich sich auf Bundesebene für eine andere Rentenpolitik einsetzen und nämlich die Wiederherstellung der solidarischen gesetzlichen Rente. Kollegin Wissler, bitte kommen Sie zum Schluss. Ein letzter Satz.
eine von der Länge her angemessen. In Boddenbergscher Länge, nein, ich mache wirklich einen letzten Satz. Wir brauchen die Wiederherstellung der solidarischen gesetzlichen Rente, und die muss armutsfest sein, und die muss allen Menschen im Alter ein Leben in Würde garantieren können. Das brauchen wir, aber nicht die Deutschlandrente. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich habe den Koalitionsvertrag gelesen, im Gegensatz zu einigen anderen möglicherweise. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Problematik ist ja bekannt, und in der Analyse sind sich die meisten auch einig. Herr Boddenberg hat es gesagt, derzeit leisten etwa 100 Beschäftigte die Rente für 35 Rentnerinnen und Rentner mit steigender Tendenz. Sie haben sozusagen die Tendenz ja aufgezeichnet. Und auch, dass derzeit fast 100 Milliarden € aus dem Bundeshaushalt in den Bereich Rente und Grundsicherung fließen, also etwa 30%. Und trotzdem, trotz dieser großen Anstrengung, kommen immer mehr Menschen in Altersarmut. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen eine Antwort auf die Frage, wie stark wir die derzeitig arbeitende Generation belasten können, damit sie sozusagen auch die Rentenbeiträge und auch die rentnerische Absicherung für die Rentnerinnen und Rentner leistet. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, weil das einen Sprengstoff an Entsolidarisierung beinhaltet, den auch Politik beachten muss. Und da müssen wir gucken, dass wir Antworten finden. Meine Damen und Herren, diese Entwicklungen sind bekannt und auch vorhersehbar, und Politik ist aufgefordert, tragfähige – die Betonung liegt auf tragfähig – tragfähige Handlungskonzepte zu entwickeln, die auch künftig die Altersversorgung der Menschen gewährleisten. Und für diese Entwicklung sind kluge Ideen gefragt, und dabei besteht zwischen den relevanten politischen Kräften ein Konsens, dass wir drei Säulen im Rentensystem haben. Die Linken klammere ich da jetzt einmal aus, die wollen das sozusagen nicht. Wir haben die umlagefinanzierte Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das kennen Sie. Sie alle wissen, dass das Rentenniveau unter anderem bedingt durch den demografischen Wandel und auch durch die erfreuliche Tatsache, dass Menschen länger leben, das Rentenniveau gesunken ist. Das ist so. Das können wir auch, glaube ich, nicht in Abrede stellen. Daneben haben wir die betriebliche Altersversorgung. Und die betriebliche Altersversorgung ist ja durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz im April des letzten Jahres, im August des letzten Jahres noch einmal besonders für Geringverdienerinnen und Geringverdiener und auch für kleinere und mittlere Unternehmen noch einmal verbessert worden. Da wurden noch einmal zusätzliche Anreize gesetzt, dass neben der gesetzlichen Altersversorgung auch in die Altersversorge aus betrieblichen Mitteln investiert wird und dafür gesorgt wird. Und dann haben wir die dritte Säule, die private Altersversorgung. Und nur um die geht es heute, und darum soll es gehen, als Ergänzung zu den beiden anderen Säulen, nämlich zur gesetzlichen Altersversorgung und zur betrieblichen Altersversorgung. Und ich finde es aller Ehren wert, dass sich die Große Koalition in Berlin auch mit dem Vorgehen zur gesetzlichen Rente sehr intensiv beschäftigt hat und auch hier Maßnahmen getroffen hat, die der Kollege Boddenberg hier auch referiert hat. Das allein wird aber nicht reichen. Und deshalb soll es ja auch diese Rentenkommission geben, die dann bis zum Jahr 2020 Konzepte vorlegen soll. Das ist ja allen Kombattanten bewusst, dass sozusagen die gesetzliche Rente allein nicht reichen wird, um eine dauerhafte Absicherung der Menschen in Deutschland vorzunehmen. Und deshalb soll ja ein neues Konzept vorgelegt werden. Bis 2020. Und dann, Kollege Decker, gibt es im Koalitionsvertrag die Zahlen 42,91 bis 42,94. Und da steht, dass die private Altersversorgung weiterentwickelt werden soll und dafür ein Konzeptangebot entwickelt werden soll. Und genau da docken wir an. Nein, aber wir bieten ja was an zur Debatte. Da bieten wir ja aus Hessen was an zur Debatte, und ich finde, das ist ein sehr gutes Modell. Und da bieten wir ein Modell an, über das man auch reden kann. Und Herr Rock,
Da biete ich Ihnen auch mal an, heute noch einmal genauer unter den Deckel zu schauen, was in dem Kleingedruckten steht, und sich nicht hier hinzustellen und zu sagen, es sei eine Zwangsregelung. Also, wer unter Opt-out-Möglichkeit Zwangsregelung versteht, also ich glaube, der sollte noch einmal schauen, was tatsächlich darunter zu verstehen ist. Wir bieten mit der Deutschlandrente ein einfaches Standardprodukt, das komplizierte Beratungen vermeidet und in das jeder und jede einbezogen wird, wenn sie nicht aktiv widersprechen. Das ist nämlich Opt-out, das ist nicht Zwang, sondern das ist Wahlmöglichkeit, die sich in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern bereits bestens bewährt hat. Die Deutschlandrente ist ein Standardprodukt in einem Staatsfonds auf Selbstkostenbasis, der staatlich verwaltet wird. Wir haben hier in Hessen ein wunderbares Beispiel dafür, nämlich unser Versorgungsfonds für unsere Beamtinnen und Beamten, dass das sehr gut funktionieren kann. Und dieses Modell, wo dann auch Mittel nach ökologischen und ethischen Standards verwaltet werden, ich glaube, das ist ein gutes Modell, das auch funktionieren kann und das dem Zugriff des Staates entzogen werden muss, wobei eben Sparerinnen und Sparer dann noch Eigentümer ihrer Anlagen bleiben. Und wenn Sie gesagt haben, die eigenen Grünen finden das nicht so prall, dann haben an dem Punkt auch unsere Grünen noch ein bisschen Nachhilfebedarf, weil dieser Fonds ja nicht nur aus ja, das stimmt nicht. Kollegin Erfurth, die Redezeit ist abgelaufen. Ich bin gleich durch, Frau Präsidentin. Dieser Fonds wird ja nicht zu 100% aus Aktien finanziert werden, sondern es wird eine Mischform sein, eine Mischanlage, genauso wie wir das auch hier in unserem ein Fonds in staatlicher Verantwortung. Und ich glaube, mit Punkt. Das zeigt dann auch, dass er sicher ist. Meine Damen und Herren, die Deutschlandrente wird das leisten. Sie wird hier von drei Ministern der Hessischen Landesregierung entwickelt. Und die GRÜNEN und die CDU unterstützen das in voller Überzeugung. Und wir hoffen, dass das im Bundesrat am Freitag auch so gelingen wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Staatsminister Schäfer. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist halt das Lebensrisiko der Generation Nerd. Wenn man nämlich sozusagen lange Texte nicht liest, sondern nur mit den elektronischen Schlagwortsuchen begegnet, dann findet man in der Koalitionsvereinbarung in der Tat die Deutschlandrente nicht. Vielleicht das Wort Rente und Deutschland, aber nicht zusammen. Wenn Sie sich aber der Mühe unterziehen, die Seite 93, die ersten drei Zeilen zu lesen, vielleicht erleichtert das die Suchmaschine jetzt etwas leichter, dann steht da drin, dass die Koalitionspartner vereinbart haben, die zügige Entwicklung eines standardisierten Riesterproduktes. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Vorschlag der Deutschlandrente ist nichts anderes als ein standardisiertes Riesterprodukt. Nichts anderes, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Also, ansonsten, Herr Kollege Rock, Sie haben sich Mühe gegeben, hier vier Minuten zu reden. Sie haben vollständig falsche Aussagen hier vorgetragen. Erster Punkt. Sie behaupten, es gäbe keine Garantie. Wenn Sie genau gelesen hätten, sehen Sie, dass dort eine Wahlmöglichkeit drinsteht, ein Produkt zu wählen mit Kapitalerhaltungsgarantie und ein Produkt ohne Kapitalerhaltungsgarantie. Stimmt es, Herr Kollege Rock, oder stimmt es nicht? So, eins hat er vorbeigelesen. Zweiter Fall. Er hat vorgetragen, es sei ein Zwangsbeitrag. Frau Kollegin Erfurth hat eindrucksvoll belegt, es ist kein Zwangsbeitrag, sondern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was man am Ende tun will. Und er hat vorgetragen, sozusagen unter staatlicher Oberleitung könne das nicht funktionieren. Ich kann mich gut erinnern, da war ich noch nicht sozusagen in der aktiven Politik, aber schon interessiert daran, dass es einmal eine schwarz-grüne Landesregierung Ende der 80er, schwarz-gelbe Landesregierung, Entschuldigung, schwarz-gelbe Landesregierung Ende der 80er Jahre war, die ein ähnliches System zur Alterssicherung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geschaffen hat, nämlich das Versorgungswerk der Rechtsanwälte und Rechtsanwälte in Hessen.
großes Projekt der damaligen Regierung, wo eine Körperschaft des öffentlichen Rechts private Altersvorsorge für die Betroffenen verwaltet und organisiert. Ich habe noch keine einzige Beschwerde, auch aus Kreisen der FDP, gehört, dass das nicht funktioniere, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und wenn wir dann den Blick über die Grenzen unseres Landes hinaus richten, dann sehen wir, dass beispielsweise das schwedische Altersvorsorgemodell genauso funktioniert. Denn das, was an gesetzlicher Rente weniger werden wird, und ich wage die Prognose, wenn die Generation, die heute auf die Welt kommt, nur noch zwischen 600.000 und 700.000 Menschen in unserem Land sind, aber wir, geburtenstarken Jahrgänge, 1,4 Millionen im Jahrgang sind, wenn wir in Rente treten und diese, die nur noch halb so stark sind, zahlenmäßig, uns finanzieren sollen, dann funktioniert das nur mit exorbitant hohen Beiträgen und oder extrem hohen Steuern. Wenn wir müssen jetzt der Generation der geburtenstarken Jahrgänge bereit sein, zuzumuten, mehr zu tun für die eigene Altersvorsorge, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die eigene private Altersvorsorge. Dass das bei etwa der Hälfte der Beteiligten so nicht funktioniert. Ja, jetzt sagen Sie mal einen Augenblick ein bisschen entspannter. Auch wenn das entspannt ist, meine sehr verehrten Damen, möchte ich gar nicht wissen, wie das ist, wenn Sie unentspannt sind. Aber das ist dann an der Stelle wiederum eine zweite Frage. Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Das glaube ich in aktuellen Stunden nicht, aber gerne, Herr Rock. Herr Minister, wenn Sie erkannt haben, wie schwierig es ist, die gesetzliche Rente finanzieren zu können über die Umlage bei der Änderung der Demografie, wieso sind Sie der Kanzlerin nicht in den Arm gefallen, als sie die Mütterrente eingeführt hat, die zu signifikanten Erhöhungen dieser Ausgaben geführt hat? Also, wir haben zwei Problemlagen. Das in der gesetzlichen Rentenversicherung, die wir schon mit Steuermitteln in bald dreistelliger Milliardenhöhe subventionieren an der Stelle. Und trotzdem werden Sie ja auch nicht infrage stellen, dass wir bei der privaten Altersvorsorge Ergänzungsbedarf haben. Und ich glaube, auch zwischen den potenziellen Jamaika-Partnern war diese Frage keineswegs strittig, dass wir bei der Frage der Standardisierung von Riester-Produkten etwas tun müssen. Insofern bin ich etwas verwundert, dass Sie möglicherweise die damaligen Papiere auch hier nicht gelesen haben. Wir brauchen eine Deckung dieser Lücke. Und diese Lücke wird aktuell von denjenigen, die einen Riester-Vertrag haben, ich weiß, ich muss fertig sein, Frau Präsidentin, gedeckt, wenn jemand einen Vertrag abgeschlossen hat. Es haben aber zu wenige einen Vertrag abgeschlossen. Und es sind auch zu viele Produkte auf dem Markt, wo wir ein Standardprodukt dagegen setzen werden. Und das wird am Ende nach dem Modell, ob es zum Schluss Deutschland Rente heißt oder nicht, ist mir völlig gleichgültig. Hauptsache, das Ergebnis stimmt, dass die ältere Generation der nächsten 15 und 20 Jahren eine gesicherte zusätzliche private Altersvorsorge haben. Und darauf kommt es an, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 57 abgehalten. Und ich rufe auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 51/68 aus 19 betreffend Deutschlandrente, Tagesordnungspunkt 15, zur Abstimmung. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD und der LINKEN. Damit ist der Antrag angenommen. Sorry. Das war der falsche Blickwinkel. Gut, man kann es mal versuchen. Ja.